Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir loslegen, werden sich jetzt einige wundern und sagen, okay, da sitzt der Herr Kubik mit einer fremden Person daneben. Neben mir, das ist der Björn, der wird sich gleich aber auch nochmal vorstellen und erklären, wer er ist, was er macht. Dieses Video ist uns allen sehr wichtig, aber auch vor allem Jean-Pierre. Jean-Pierre möchte sehr gerne, dass es dieses Video gibt, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid, damit ihr Einblick bekommt, der sehr tief, sehr privat, sehr intim ist, wo ich ganz klar sage, das weiß er auch, das sagen wir auch alle, das muss er nicht machen, aber er fühlt sich auch nicht genötigt dazu, das wäre der falsche Begriff, aber er möchte es tun, einfach weil ihr Teil von dem Ganzen seid, seit Jahren. Ihr Grund dafür seid, warum es das gibt, ihr Grund dafür seid, warum es so groß geworden ist. Und somit haben wir auch gesagt, dass wir es begrüßen würden oder befürworten würden, wenn wir dieses Video machen und diese Infos an euch rausgehen. Ganz klar vorab zu sagen, von meiner Seite aus auch und auch von ihm, es geht in keinster Weise darum, irgendwie Mitleid zu schüren oder sonst irgendwas. Das Video soll nicht den Zweck haben, dass dann nachher alle sagen, oh, der arme Jean-Pierre, sondern dieses Video dient einfach dem Zweck, Klarheit für euch zu geben, einen Einblick zu geben, ein besseres Verständnis zu geben für gewisse Situationen, für gewisse Sachen. Der Grund, warum wir hier sitzen, ist ganz klar, dass Jean-Pierre sich schämt für das Thema. Das haben wir vor dem Video, haben wir natürlich auch uns besprochen, nicht gesagt, hey, wir sagen das und das und das, sondern ich wollte auch von ihm natürlich Feedback bekommen. Deswegen bitte auch Rücksicht darauf nehmen, wenn der Björn oder ich zwischendurch einfach mal, wir haben uns natürlich auch Sachen aufgeschrieben, Notizen gemacht zu gewissen Punkten. Also zwischendurch kann es sein, dass ich auf mein Handy schaue, was hier unten liegt. Der Björn hat einen Zettel dabei. Ja, das als Info vorab. Wie gesagt, Jean-Pierre schämt sich für das Thema inhaltlich, wo ich sage, das muss er nicht. Ich kann verstehen, nachvollziehen, dass er diese Aussage tätigt, aber ich sage ganz klar, das muss er nicht. Aber auch das ist ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Bitte davon absehen, jetzt aufgrund des Videos ihn zu kontaktieren und zu sagen, hey, das musst du nicht und hey, Kopf hoch und das wird alles wieder. Das wissen wir alles. Das weiß er auch und das soll auch nicht falsch oder blöd rüberkommen, wenn wir das jetzt so sagen, sondern das ist ganz klar die Message, die Bitte an euch alle, dieses Thema nicht anzusprechen. Also nicht aktiv auf ihn zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe das Video gesehen, da geht es um das und das Thema. Ja, das ist meine Bitte, mein Appell vorab. Das ist ganz wichtig. Es ist sein Wunsch, dass ihr es wisst. Es ist aber auch sein Wunsch, dass alles ganz normal weitergeht. Dass nicht dadurch jetzt sich irgendetwas verändert und nicht die Leute jetzt ein anderes Bild von ihm haben oder anders mit ihm umgehen. Ja, ein besseres Verständnis ist der Wunsch, eine Erklärung seinerseits. Ja, das würde ich sagen, sind so inhaltlich die Dinge, um die es gehen sollte. Genau, ihm fällt das Thema selber halt schwer, weil es auch noch recht neu für ihn ist. Mhm. Das ist halt auch mit ein Grund, dass er sagt, er will nicht in dem Video sein, weil das noch so neu für ihn ist. Ja. Gleichzeitig will er aber euch teilhaben lassen, aber eben für sich das Thema selber noch verarbeiten. So, dafür bin ich dann halt auch ein Stück weit da. Das mache ich dann mit ihm, kommen wir aber später auch noch zu. Ja, ein Punkt, den ich gerade angesprochen habe, kein Mitleid. Das ist wirklich ein sehr großer Wunsch. Dieses Video dient dem Zweck, dass es ganz normal weitergeht. Ich denke, das ist unser aller Wunsch. Das ist, hoffe ich, auch in eurem Sinne. Und deswegen ist es meine Bitte an dem Punkt, dass wir da zusammen einfach dran arbeiten oder jetzt zusammen diesen Weg gehen und damit umzugehen. Weil das Ziel verfolgt, dass es halt eben so bleibt, wie es ist. Da profitiert ihr von, da profitieren wir auch alle von. Das bereitet uns Spaß, Freude und das ist der Inhalt von unserem Leben, das ist unser Job, das ist mehr als ein Job, das ist unser Lebensinhalt. Und das ist, glaube ich, für viele von euch auch ein großer Teil des Lebensinhaltes geworden. Ja, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr beherzigt, dass das Thema offen kommuniziert wird zu euch, aber in die andere Richtung nicht kommuniziert werden soll. Aufmerksam zuhören würde ich mir wünschen. Also das Video ist ganz klar an alle gerichtet, die persönliches Interesse an der Person Jean-Pierre Krämer haben, die ihn als Menschen schätzen und ja, das ist ein sehr tiefes, intensives, privates Thema. Es kann auch für den einen oder anderen jetzt vielleicht langweilig, trocken sein, wie auch immer. Dann am besten das Video nicht anschauen, aber wer wirklich Interesse an seiner Person hat, dem würde ich dieses Video ans Herz legen. Ja, und bevor ich jetzt noch weiter ganz viel erzähle, würde ich einmal das Wort an den Björn übergeben. Der Björn ist der aktuell betreuende Therapeut von Jean-Pierre.
wenn ich das so sagen kann. Ja. Und der Björn ist spezialisiert auf das Thema Autismus. Und das ist das Schlagwort, was Inhalt von diesem Video ist. Da das Thema Autismus in ganz vielen Köpfen gar nicht vorhanden ist, haben wir uns dazu entschieden, den Björn mit ins Video zu nehmen, weil der Björn Experte auf diesem Fachgebiet ist und ganz viele Dinge erklären kann für Leute, die noch nie damit zu tun hatten, dass es auch verständlich ist. Was auch ein Punkt ist, dass das Thema bei vielen Leuten im Kopf vorhanden ist, aber in einer Form, die meiner Meinung nach so nicht richtig ist. Und es ist so weit gefächert, dass man gar nicht sagen kann, als nicht Experte, der damit täglich zu tun hat, kann man, glaube ich, nicht sagen, man kennt sich mit dem Thema komplett aus, weil das ist so breit gestreut, da gibt es ganz viele verschiedene Facetten, Arten, Formen. Der Begriff Spektrum wird des Häufigeren fallen. Das ist auch ein Begriff, der bei der Thematik gern lieber verwendet wird, glaube ich, weil der das ganz gut beschreibt. Aber ab jetzt würde ich dann gerne das Wort einmal an dich übergeben. Und zwischendurch, glaube ich, kommen wir da einfach in den Dialog. Aber ich denke, du hast deutlich mehr Ahnung als ich. Und deswegen ist der Björn jetzt derjenige, der euch Informationen gibt, die ich so nicht übermitteln könnte. Danke. Ja, genau. Mein Name ist Björn Ruschinzig. Ich habe in Bochum eine Praxis, die eben auf das Thema Autismus-Spektrum bzw. autismus-spezifische Förderung spezialisiert ist. Und in dem Rahmen arbeite ich halt mit Jean-Pierre zusammen. Wichtig ist mir da vorab, dass zum einen natürlich Jean-Pierre am Ende über das Video noch einmal drüber guckt, also quasi die Endabnahme macht. Das heißt, ich erzähle hier jetzt keine tiefgreifenden Therapieinhalte, sondern ich versuche euch näher zu bringen, zum einen, was ist das Thema Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störung, aber eben auch ganz explizit, was ist das Spezifische bei Jean-Pierre, damit ihr ihn ein wenig besser verstehen könnt, weil ihm das halt sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Genau, wie gesagt, Autismus-Spektrum, das sagt halt im Prinzip letztlich auch das, worum es geht, weil es halt ein riesiger Bereich ist, wo auch ich jeden Tag immer noch Neues dazulerne beziehungsweise auch offen bleibe und bleiben muss, um in dem Bereich auch einfach immer aktuell zu sein, weil sich da viel verändert. Aus dem Grund ist es halt auch verständlich, dass Jean-Pierre sagt, ihm ist das Thema zu neu für sich, weil lange besteht die Diagnose ja noch nicht offiziell. Nein. Das heißt, auch da ist es für ihn halt ein neues Thema, mit dem ja, setzt er sich dann halt bei mir auseinander. Autismus-Spektrum bedeutet halt eben auch gleichzeitig, dass wir haben über 200 Klientinnen in der Praxis und jeder Mensch ist anders und genauso sind halt auch alle unsere KlientInnen anders. Das heißt, vom Störungsbild her gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, wo man sagt, das ja, ist eben das Autismus-Spektrum. Aber individuell gibt es da halt sehr, sehr viele Unterschiede. Da ist es deshalb auch wichtig, dass alles, was ich heute sage, versuche ich natürlich auf Jean-Pierre zu beziehen. Wenn ich euch versuche, was zu erzählen, was Autismus allgemein bedeutet, heißt das auch nicht im Umkehrschluss, dass jeder Mensch im Autismus-Spektrum genau so denkt, fühlt, handelt, sondern das sind immer nur Möglichkeiten und genau, Spektrum trifft es deshalb auch schon ganz gut. Genau, ich überlege gerade, womit wir anfangen. Vielleicht fangen wir direkt damit an, einmal zu sagen, Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störung ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, zählt als Behinderung und ungefähr, da sagt man, zwischen 1 und 2 Personen von 100 Menschen liegen im Spektrum. So, genaue Zahlen sind da immer schwierig, aber das ist so ungefähr der Bereich. Das Spektrum, das reicht zum einen von Klientinnen bzw. von Menschen, die wenig verbalsprachlich sind, die vielleicht auch eine Intelligenzminderung haben, bis zum, da sagt man dann vom anderen Ende des Spektrums, bis hin halt zu Menschen, wo man das erstmal auf den ersten Blick nicht erwarten würde. Und ich glaube, dass Jean-Pierre mit dazu zählt, wo viele erstmal, die vielleicht auch was schon mal von Autismus gehört haben, das nicht auf den ersten Blick vermuten würden. Genau, das heißt, das Spektrum ist da relativ breit aufgestellt und Jean-Pierre befindet sich halt im Spektrum. Wo genau, das kann man nicht gut sagen. Das heißt, es ist zwar ein Spektrum, aber es betrifft halt letzten Endes den gesamten Alltag, das gesamte Auftreten, das gesamte Denken und Handeln, sodass es da nicht einfach man sagen kann, es gibt das eine Ende und das andere Ende, sondern da gibt es ganz viele Bereiche, auf denen ja, man immer individuell spezifisch schauen muss. Das heißt, dem einen fällt das eine leichter, dem anderen das andere. So ist das in vielen Bereichen. Im Autismus-Spektrum ist es halt nochmal besonders. Genau. Warum ist Jean-Pierre das so wichtig, das Thema mit euch zu besprechen, aber gleichzeitig möchte er nicht mit euch darüber sprechen?
sondern nur euch die Information erstmal geben. Das hat viel damit zu tun, dass er einen sehr hohen Perfektionismus hat, der auch mit im Autismus-Spektrum bedingt liegt. Natürlich nicht nur, aber der Autismus hat da eben auch seinen Einfluss darauf. Ihm fällt es deshalb nicht leicht, über solche Dinge zu sprechen, die ja, sein ganzes Denken und Handeln beeinflussen. Das ist bei der Depression ein Stück weit, wie du gerade ja auch schon gesagt hattest, ein Stück weit anders, weil er da bessere Beispiele geben kann, weil er da die Idee hat, wie kann er das jemand anderem erklären, wie ist das für mich, weil er da ein besseres Verständnis davon hat, wie kann es auch ohne diese Depression sein. Also in Phasen, wo die Depression nicht so stark sich zeigt bei ihm, hat er halt den direkten Vergleich. Das ist bei Autismus-Spektrum-Störungen anders. Das heißt, immer wenn er etwas macht, wenn er etwas handelt, wenn er denkt, und er denkt sehr, sehr viel, da kommen wir bestimmt auch später noch zu, dann ist das halt in seiner Denkweise, die eben auch autismus-spezifisch geprägt ist. Was ihm dadurch dann halt schwerfällt, außerhalb der Norm zu denken, weil das für ihn gar nicht greifbar ist. So. Ein Beispiel, dass wenn ich mit ihm über Gefühle spreche, was sind Gefühle? Da vielleicht noch ganz kurz vorweg. Das Klischee über Autismus-Spektrum-Störungen sagt häufig, Menschen im Autismus-Spektrum haben keine Gefühle, haben keine Emotionen, keine Empathie. Das stimmt so alles nicht. Das heißt, es geht immer darum, wie kann ich in den Situationen das anwenden, das nutzen, was bedeutet das für mich? Ihm fällt es jetzt insbesondere schwer, dann auch zu sagen, für mich fühlt sich Freude auf diese Art und Weise an. Genau, wenn wir miteinander sprechen, dann ist es für ihn komplett unvorstellbar, wenn ich ihm erkläre, wie sich in mir Freude anfühlt, was das in mir macht, was das für ein Gefühl ist. Ich denke, viele von euch werden das nachvollziehen können, wie sich Freude anfühlt. Oder wie sich Hunger anfühlt, so, um da halt direkt eine Beschreibung für zu haben. Das fällt Jean-Pierre schwer. So, das heißt, da arbeite ich viel mit ihm daran, überhaupt erstmal ein Gespür dafür zu bekommen, was sagt mein Körper mir und was bedeutet das. Macht aber auf der anderen Seite halt auch deutlich, warum es für ihn halt schwer ist, da selber was zu sagen. Das ist genau, da möchte ich auch nochmal kurz einsteigen, weil er eben nicht, oder anders gesagt, weil das Thema gerade so frisch ist und er jetzt ja auch erst diese Reise startet mit dem Björn zusammen, ist er bei vielen Dingen, wo er in den letzten 40 Jahren dachte, das sei so, jetzt an dem Punkt, dass er merkt, das ist gar nicht so. Oder ihm jetzt er jetzt hinterfragt, ist es denn wirklich so? Und das sind, glaube ich, auch die Schwierigkeiten, das zu differenzieren, zu wissen. Es heißt ja nicht, wenn man eine Autismus-Spektrum-Störung hat, dass man automatisch diese Dinge, wie der Björn gerade gesagt hat, alle nicht kann. Dass man kann nicht über einen Kamm scheren und sagen, jemand, der im Spektrum ist, hat keine Emotionen, hat keine Gefühle. Das wird jeder von euch und vor allem ich auch bestätigen können, dass es bei ihm nicht der Fall ist. Der Punkt ist nur der, er weiß gerade nicht, hat er diese Gefühle, Emotionen in sich verankert? Ist es natürlich oder ist es ein erlerntes Gefühl? Wir reden gern, wenn wir drüber sprechen, ist das Thema der Diskette oft da. Genau. Ist es eine erlernte Funktion, die quasi wie von einer Diskette abgerufen wird, weil die Gesellschaft einem das so vorlebt und einem zeigt über die 40 Jahre, die man aufwächst und sich erweitert im Leben oder sich entwickelt, ist es ein natürliches Ding oder eben nicht? Und das ist halt gerade der Punkt, wo er oft das hinterfragt und was ihm oftmals dann auch Angst macht und wo er dann, weil er für sich sehr in sich gekehrt ist und für sich selber in sich, das ist jetzt schwer greifbar, wenn man das so vor den Kopf geknallt bekommt, aber er lebt in sich, in seiner eigenen Welt. Das, was er hier alles tut, das, was ihr alles kennt aus den Videos, auch wichtig für mich, der Punkt, den anzusprechen, das ist kein Schauspiel, kein vorgegaukeltes Ding, dass er sagt, das mache ich jetzt für die Kamera. Das macht er echt. Und das kann er so vor der Kamera hier bei uns intern auch so echt ausleben, weil das quasi die Erweiterung, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, das ist quasi die Erweiterung von seinem inneren Bereich, wo er in sich lebt, weil das ist das gewohnte Alltagsbild, das ist die Umgebung, die für ihn bekannt ist und somit hat er die Möglichkeit, wenn er mit vertrauten Personen, die nah an ihm sind, hat er die Möglichkeit, sich zu öffnen, diesen Schritt zu gehen, aus sich herauszukommen und das so zu tun,
vor der Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit. Was aber nicht bedeutet, dass das was Natürliches ist für ihn, eine entspannte Situation, wie es jetzt beispielsweise für mich wäre, sondern für ihn ist es schon eine Überwindung. Und die Angst, die halt in ihm ist, sorgt dafür, dass er quasi sehr in sich gekehrt ist. Das Thema der Videos kann so entstehen, weil das halt das gewohnte Umfeld ist, mit den Leuten um sich herum. Das heißt, die Videos drehen mit dem Kollegen, der hinter der Kamera steht, mit ihm zusammen filmt, dann sind die zu zweit in einer kleinen Gruppe. Das ist okay. Das ist, hat aber nichts mit dem zu tun, mit der Welt draußen. Das heißt, wenn Jean-Pierre irgendwo herläuft, die Thematik, wenn er angesprochen wird zum Beispiel von den Leuten, sei es, wenn er von einem Firmengebäude zum anderen die Straßenseite wechselt, er wird angesprochen, ist es jedes Mal ein Moment der Angst für ihn, was sich jetzt banal anhört, was man, glaube ich, auch, wenn man sich nicht damit befasst, gar nicht nachvollziehen kann, sich denkt, warum hat er Angst? Die Angst ist da einfach, weil er, auch wenn er über die Straße geht und scheinbar da ist und aufmerksam ist und die Leute sieht, ist er trotzdem in sich und in seiner Welt sehr beschäftigt und sehr, er ist zwar da, aber eigentlich abwesend, weil er in sich selber sehr gefangen ist. Ja. Und somit ist das Ansprechen einer Person ein externer Einfluss, der ihn aus dieser Welt rausreißt in dem Moment und das schürt extreme Angst. Genau, ja, also auch da passt das mit den Disketten nochmal ganz gut. Also jeder von euch wird das irgendwie kennen, dass er im Umkreis von Leuten, die er sehr, sehr gerne mag, also von seinen besten Freunden vielleicht, dass er sich da anders verhält als in der Öffentlichkeit. So, ganz einfaches Beispiel. Das heißt, natürlich passt man sein Verhalten irgendwo immer seiner Peergruppe, also den Leuten um sich herum, gerade an. Als ich gerade reinkam, meintest du auch als Beispiel, fühle ich wie zu Hause. Mhm. So. Und das ist halt etwas, was für Jean-Pierre undenkbar ist. Mhm. So. Tatsächlich auch in gesteigerter Form, also gerade auch das, was du meintest, hier in der Firma, da ist halt viel Struktur für ihn da, die er sich so über die Zeit aufgebaut hat, sodass eine Vorhersagbarkeit da ist. Und gerade diese Vorhersagbarkeit ist für ihn unglaublich wichtig. Eine allgemeingültige Definition für Autismus zu finden, ist immer schwierig. Deswegen versuche ich euch aber, das in einem so kurz wie möglich zu fassen. Vieles geht um eine veränderte Informationsverarbeitung. Das bedeutet, dass die Informationen im Gehirn auf eine andere Art und Weise verarbeitet werden, als sie bei Menschen, die nicht im Autismus-Spektrum sind, verarbeitet werden. Sodass neue Situationen erstmal sehr, sehr viel Anspannung bedeuten. Was kann ich machen, um diese Anspannung loszuwerden? Ich kann versuchen, im Vorfeld vorherzusehen, was wird passieren. Und wenn ich das mache und wenn ich das gut kann, was Jean-Pierre über die Zeit wirklich gut gelernt hat, für sich eine Methode gefunden hat, wie das funktioniert, dann ist das, was er als Diskette bezeichnet, also dass er eine Diskette einlegt. Mhm. Das bedeutet, das sind schon seine Verhaltensweisen, die aber stark davon geprägt sind, was er glaubt, wie es sein sollte. Das heißt, diese Disketten, die er einlegt und wo er dann von sich sagt, das bin in dem Moment nicht ganz ich, das ist tatsächlich letztlich so etwas wie ein erlerntes Bild davon, so funktioniert das, so kann ich die Situation überstehen. Wenn jetzt jemand auf ihn zukommt und das nicht vorher eingeplant ist, dann ist es extrem schwierig, weil er dann so ein Stück weit die Diskette wechseln müsste, weil er ja gerade eigentlich in seinen eigenen Gedanken in dem Moment ist und dann halt die Diskette für den Sozialkontakt, den Smalltalk an der Stelle braucht. Und da sagt er ganz klar, ich weiß überhaupt nicht, was ich in dem Moment sagen soll. So, ich verstehe die Situation nicht ganz. Ich möchte gerne für meine Fans da sein. Das sagt er sehr, sehr bewusst, dass ihr ihm sehr wichtig seid. Dass er gleichzeitig aber das nicht gut aushalten kann in der Situation aus vielen verschiedenen Faktoren, aber dass das ihn in eine Zwickmühle bringt, weil er einerseits euch zufriedenstellen möchte, euch nicht auf den Schlips treten möchte. Das heißt, wenn ihr ihn beispielsweise um ein Foto bittet und er euch Nein sagt, weil das für ihn nicht auszuhalten ist, die Situation, dann ist es für ihn gleichzeitig aber auch kaum auszuhalten, Nein zu sagen, weil er euch eben nicht enttäuschen möchte. Und das zeigt sehr, sehr gut dieses Dilemma, in dem er sich dann halt in dem Moment befindet und sogar noch darüber hinaus. Das heißt, diese Situation ist ja etwas, er weiß ja mittlerweile, dass er wahrscheinlich angesprochen werden wird. Das heißt, sobald er von seinem Schreibtisch aufsteht, fängt die Angst an und die Gedanken gehen los. Und sobald er halt aus der Situation raus ist, hört es nicht auf. Das heißt, es ist nicht nur ein, okay, ich muss nur diese 2 Sekunden für das Foto und dann ist die Situation vorbei, sondern das wirkt nach und das hält bei ihm an.
eben aufgrund der veränderten Art und Weise der Informationsverarbeitung. Das heißt, für ihn ist das ein komplexerer Prozess als nur diese kleine, begrenzte Situation, was es dann für ihn insgesamt einfach sehr, sehr schwierig macht. Informationsverarbeitung, zu dem Stichpunkt noch kurz, auch da wieder, es geht nicht darum, dass bestimmte Dinge nicht gekonnt werden. Wenn es etwas gibt, was nicht so gut gekonnt wird, dann kann man von der Filterfunktion sprechen. Also, dass ich es gut schaffe, bestimmte Dinge auszufiltern. Also zu sagen, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ein Beispiel, ich trage gerade Schuhe und Socken, ich spüre das aber nicht. Jetzt, wo ich das sage, spüre ich das. Vielleicht einige von euch auch, die gerade dann Socken tragen und jetzt auch merken, okay, ich trage Socken, das vorher aber gar nicht so gespürt haben. Oder, ich weiß nicht genau, wo ihr gerade das Video guckt, aber dass irgendwo vielleicht der Computerlüfter läuft oder dass vielleicht draußen irgendwelche lauten Geräusche sind, dass die Straße da ist. Das sind alles Dinge, im Normalfall bekommt ihr die nicht mit, weil euer Gehirn das ausfiltert. Das ist etwas, was uns erstmal relativ wenig Anstrengung kostet. Jean-Pierre muss sich bewusst entscheiden, okay, das blende ich jetzt aus. Das heißt, wenn er das gut hinbekommt, bedeutet das trotzdem, dass es mehr Anstrengung ist, als es für uns die Anstrengung bedeutet. Und das führt eben dann dazu, dass auch wenn er über viele, viele Möglichkeiten verfügt, über einen hohen Intellekt verfügt und auch die kognitiven Kapazitäten dafür hat, dass es trotzdem ein hohes Maß an Anstrengung bedeutet. Insbesondere, wenn es eben um Dinge geht, die nicht vorhersehbar sind, die nicht vorhersagbar sind. Das heißt, wo er nicht gerade gut die Diskette reinlegen kann oder wo er die Diskette wechseln muss. Das sind explizit Situationen, die für ihn sehr, sehr schwierig sind. Das kannst du, denke ich, gut bestätigen. Definitiv, ja. Ein Punkt noch, den du vorhin angesprochen hattest, der Hang zum Perfektionismus oder das Bedürfnis, Sachen perfekt abzuliefern, Sachen perfekt zu machen. Das ist auch ein Punkt, der auch, dieses Video ist sehr offen und sehr intim und deswegen habe ich auch mir Gedanken dazu gemacht und habe gesagt, das kann ich auch so ansprechen. Das macht ja auch mir das Leben schwer und das macht ja auch den Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten, das Leben schwer. Das weiß er auch. Und zum einen, dieses Wissen zu haben, ist natürlich auch ein Störfaktor von ihm, weil er das Wissen in sich trägt und mit sich herumtragen muss. Die Erwartungshaltung, die er, oder anders gesprochen, er weiß, dass er nicht die Erwartungshaltung an andere haben kann, die er an sich selber hat oder das, was er selber bereit ist abzuliefern und fähig ist abzuliefern, weiß er, dass das nicht das ist, was er von anderen Menschen erwarten kann oder darf. Aber das ist ein Schritt, den muss er auch lernen, Schritt für Schritt, nach und nach. Das ist nichts, was natürlich in ihm ist, sondern das Unverständnis dafür, dass andere Leute nicht so funktionieren, sage ich mal, wie es in seinem Schema, wie er sich das vorgestellt hat, funktioniert oder abläuft. Das ist etwas, was ihn, glaube ich, sehr stark irritiert, wo er sehr schlecht mit umgehen kann, aber lernt nach und nach damit besser umgehen zu können. Der Lernprozess des Akzeptierens ist sehr stark bei dem Thema vorhanden, glaube ich, oder ist ein Schritt, der sehr hilfreich ist, der, glaube ich, super schwer und super schmerzhaft ist, aber das ist der Schritt, der hilfreich ist, weil man dann eben nicht mehr durch die Welt geht und sagt, ich verstehe das alles nicht, warum geht das nicht, sondern er kann es verstehen vom Sinn her, aber aus seinem Inneren heraus, vom Naturell, glaube ich, wird es nicht passieren, dass er sagt, ah, okay, so ist das, sondern er muss sich selber beibringen, zu verstehen, dass er nicht verstehen kann, wie jemand anders das sieht. Genau, also für dich sind viele Dinge sehr intuitiv, die du machst. Und gerade das ist halt im Autismus-Spektrum und gerade bei Jean-Pierre halt ein großes Thema, dieses intuitiv eine Entscheidung treffen. Also auch da wieder zur Informationsverarbeitung, die Integration verschiedener Inhalte in eine Handlung als Beispiel, das ist halt schwierig. Also intuitiv zu reagieren, intuitiv zu entscheiden, und zu sagen, okay, ich sehe jetzt das eine und ich weiß darum, aber ich kriege es trotzdem nicht umgesetzt. Das heißt, es ist kein, er müsste sich nur mehr anstrengen, sondern das ist tatsächlich in dem Moment eine Unfähigkeit dazu. Landläufig kennt man so ein Stück weit die Intuition auch, sowas wie das Bauchgefühl.
das ist technisch gesehen noch mal ein Stück weit was anderes, aber um das zu verstehen, hilft dieses Bild davon, das Bauchgefühl eine Entscheidung zu treffen. Mache ich jetzt das eine, mache ich jetzt das andere? Was Jean-Pierre häufig als Beispiel nimmt, ist, wenn er sieht, dass sich Mitarbeiter von ihm, also Kollegen, dass die sich verabreden spontan für den Abend, um irgendwo hinzugehen. Was für ihn unvorstellbar ist, spontan in der Situation zu entscheiden, okay, ich habe eigentlich andere Pläne, aber das mache ich jetzt. Das ist etwas, was er sich sehr wünscht, also da spontan und flexibel reagieren zu können, was er aber nicht gut hinbekommt. Also nicht gut ist, ne, das ist für ihn wirklich... Was schwierig, für ihn ein Hindernis ist, eine Hürde, die er, ganz genau, die er oftmals nicht nehmen kann und sich dann selber dabei quasi im Weg steht sozusagen. Er will es ja eigentlich, aber er ist, hat einfach nicht die Fähigkeit in dem Moment, das zu machen, zu entscheiden. Genau, und das fühlt sich für ihn dann tatsächlich auch wie Schmerzen an. Also er beschreibt es als sehr, sehr schmerzhaft. Was auch aufgrund der veränderten Informationsverarbeitung eine gute Beschreibung dafür ist. So, ne? Gefühle sind immer was sehr Subjektives und jeder beschreibt das ein Stück weit anders. Aber gerade im Autismus-Spektrum gibt es halt eben auch die veränderte Reizverarbeitung beziehungsweise eben Informationsverarbeitung, sodass da halt der Schmerz auch tatsächlich als körperlicher Schmerz zu verstehen ist. Sodass er in den Situationen nicht weiß, wie er gut aus der Situation rauskommt, gerne gefragt werden möchte, auf der anderen Seite Angst hat, gefragt zu werden. Und das zieht sich halt durch ganz viele Bereiche durch, weil er sich einerseits bewusst ist, was andere Leute haben in solchen Situationen, weil er gerne diese Freude, diesen Spaß, das, was er beobachtet und eben sehr, sehr gut sehen kann, weil er das auch bei sich haben möchte, gleichzeitig aber überhaupt keine Idee davon hat, wie komme ich dahin. Das ist halt letztlich, wenn man das auf den Punkt bringen möchte, das, woran ich mit ihm arbeite, also tatsächlich ein Stück weit mehr auf sein Bauchgefühl vertrauen zu können überhaupt, was nicht so einfach ist. Viele Dinge, die er lernt, sind eher intuitiv abzuarbeiten. Das heißt tatsächlich eine veränderte Art und Weise, wie gehe ich daran, weil das eben weniger anstrengend ist. Und durch die weniger Anstrengung können dann halt eben andere Kapazitäten genutzt werden. So. Ein Beispiel, wenn wir jetzt diese Situation, so wie ich hier jetzt gerade sitze, für die Informationsverarbeitung ein anderes Beispiel, dann sehe ich jetzt gerade vielleicht die Kamera, ich sehe vielleicht dich, je nachdem, wo ich gerade hingucke. Bei Jean-Pierre würde das aber anders ablaufen. Das heißt, er würde nicht nur das sehen, sondern er würde das Kabel von dem Mikrofon sehen. Er würde sehen, dass die zwei Kisten nicht ganz gerade aufeinander stehen, würde sich da Gedanken drum machen, würde sich vielleicht auch Gedanken darum machen, wie lange vielleicht das Aufnahmegerät noch Akkus hat, würde gleichzeitig aber auch schon im Kopf haben den Plan, okay, wenn das Interview vorbei ist, also die Videosituation, dann muss ich wieder raus, ich habe vielleicht draußen geparkt, dann könnten mich wieder vielleicht Leute ansprechen. Und das sind alles Gedanken, die parallel ablaufen, die gleichzeitig da sind und dann natürlich ihn beeinflussen. Er bekommt das gut hin, dass das für Außenstehende nicht direkt sichtbar ist. Gleichzeitig bedeutet es für ihn aber enorme Anstrengung, dass es halt eben auch für Außenstehende nicht sichtbar ist, weil er das eben nicht möchte. Du machst ja auch das, was wir jetzt quasi machen vor einem Publikum, was auf den Bildschirm das dann verfolgt, machst du ja auch viel draußen quasi vor den Leuten. Vielleicht willst du da noch mal kurz was zu sagen. Genau, also im Rahmen der autismus-spezifischen Förderung arbeiten wir halt eben auch mit den Bezugspersonen zusammen. Und das kann dann halt bei Kindern, sind das dann Schulklassen als Beispiel, sodass wir dann halt auch in den Schulklassen Aufklärung, das heißt gemeinsam halt eben auch das, was wir jetzt eben machen, nur halt für eine ganz große Schulklasse besprechen, was sind Schwierigkeiten, was sind Stärken, wo kann man vielleicht mit drauf achten, was vielleicht schwierig ist und einfach ein bisschen Verständnis halt auch für die Situation schaffen. Genau, von daher ist das, was wir jetzt machen, gar nichts Ungewöhnliches in dem Sinne. Das einzig Ungewöhnliche ist halt die große Schulklasse. Ja, genau. Und nochmal ganz wichtig, nicht mit dem Sinn und Zweck, dass es auch, wenn der Björn sowas macht und in die Schulklassen geht, geht es nicht darum, eine Welt für die einzelne Person zu bauen, wo nichts von außen rankommt, sondern das dient dem Zweck, einfach ein allgemeineres Verständnis in allen Köpfen zu erwirken. Das ist quasi, um alle Beteiligten oder alle involvierten Leute abzuholen, damit alle auf demselben Kenntnisstand sind und einfach ja, ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, um damit besser umgehen zu können für alle Beteiligten. Dass man halt nicht denkt, wenn jemand, der im Spektrum ist, schroff oder abgedroschen reagiert, dass man sich denkt, was ist denn jetzt mit ihm oder mit ihr los? Sondern dann ist es einfach dem geschuldet, dass die Person in dem Moment intuitiv gar nicht anders reagieren kann, weil das Intuitive eben gar nicht da ist, sondern das ist einfach nur
ja, ich beschreibe das gerne immer, da gibt es einfach 0 und 1 in dem Moment und da gibt es nichts zwischen. Und für die anderen Leute drumherum ist es halt so, dass es da viel mehr zwischen gibt. Da gibt es viel mehr Interpretationsspielraum in Aussagen durch Gestik, Mimik und so weiter. Und das sind ja, glaube ich, gerade Gestik und Mimik ist ja ein großer Bestandteil der Spektrumstörungen, dass die Leute das nicht verarbeiten können oder eben nicht deuten können und daraus Irritationen entstehen. Genau, beziehungsweise halt nicht in das Handeln oder das Gesagte zu integrieren, also dass dann halt Missverständnisse entstehen zwischen dem, du hast gerade beim Reden zum Beispiel auch gestikuliert, deine Hände bewegt, was ja aber erstmal sinnleere Gestiken sind, also die sind ja nicht, um zu verdeutlichen, so groß als Beispiel, sondern das sind halt einfach welche, die du machst in dem Moment, und dass das eben nicht zu dem Gesagten passt, beziehungsweise dazugehört, da gibt es dann halt mal gerne Missverständnisse zwischen. So, ne, also auch da wieder Integration, ne, von Inhalten, das ist halt das Schwierige. Dazu kommen wir aber auf jeden Fall später nochmal. Das wäre auch ein Punkt, dann das Aufgreifen von Informationen oder von Sachen, von die Wahrnehmung, die Auffassungsgabe. In dem Punkt ist es quasi ein Nachteil, dass man die Sachen sieht und nicht, die sind nicht kompatibel, sage ich mal, die Handbewegung ist nicht kompatibel zu dem Gesagten. Korrekt. Und sorgt dann für die für die Aufnahme der Informationen, dass da etwas kollidiert und nicht zusammenpasst. Andersrum hat es natürlich auch große Vorteile. Der Björn hat auch vorhin das Thema angesprochen. Das Thema, die Wahrnehmung, jetzt nicht nur die Kamera, sondern das Kabel, die Kiste und so weiter. Das klingt jetzt irritierend oder als ein Störfaktor, kann aber auch andersrum gemünzt natürlich ein großer Vorteil sein, der wiederum aber auch gleichzeitig ein Nachteil ist. Also das ist quasi Fluch und Segen zugleich. Die sehr hohe Auffassungsgabe von Leuten im Spektrum, teilweise, nicht immer. Bei Jean-Pierre auf jeden Fall. Genau, bei Jean-Pierre ist es halt eben so. Er hat halt eine sehr hohe Auffassungsgabe, die aber dann natürlich auch wieder für Irritation und für weiteren Stress und weitere Denkprozesse sorgt im Umkehrschluss, wie der Björn beschrieben hat. Die Aufnahme ist jetzt in dem Moment gerade bei mir im Kopf die Aufnahme. Aber bei Jean-Pierre wäre es so, er nimmt den ganzen Raum wahr und die weiteren Schritte, die Björn angesprochen hat, denkt schon über weitere Sachen, die am Tag heute noch anstehen, noch passieren, nach. Und deswegen meine Aussage, oder deswegen komme ich zu der Aussage, es ist Fluch und Segen zugleich. Man hat natürlich die Möglichkeit, viel, viel mehr wahrzunehmen, als man oder als andere die Möglichkeit haben, sorgt aber im Umkehrschluss auch wieder für mehr Arbeit, Stress. Genau, also du hast das gerade so schön gesagt, man hat die Möglichkeit dazu, andersrum hat man halt leider dann eben, oder hat Jean-Pierre eben nicht die Möglichkeit zu entscheiden, in welchen Situationen nutzt er das und in welchen nicht. Da versuche ich dann auch mit ihm hinzukommen, dass er das ein Stück weit für sich gezielter einsetzen kann. Aber erstmal ist halt der hohe Detailgrad an der Wahrnehmung, also dass eben viele Details wahrgenommen werden, kann ich mir nicht aussuchen oder kann er sich halt eben nicht aussuchen, dass das in den Situationen dann so ist, sondern dann ist es immer so. Das heißt, auch da zum Beispiel auch nochmal, wenn er auf Fotos zu sehen ist oder weshalb er sich auch Videos von sich nicht gerne anschaut, das ist, hängt auch wieder mit dem Perfektionismus zusammen. Also man sieht, es hängt alles irgendwie zusammen. Dann ist das so, das Video ist dann abgeschlossen und dann kann ich nichts mehr daran ändern. Genauso wie ein Foto mit euch abgeschlossen ist und ich kann nichts daran ändern. Wenn ich es dann aber sehe, dann fällt mir vielleicht eher auf, ah, okay, das hätte ich anders machen können, da war es vielleicht nicht gut. Also wenn ich da immer diese Details sehe, dann fallen mir halt auch immer negative Dinge auf, die ich dann nicht gut verändern kann. Gerade bei Fotos, bei Videos, die dann halt fest sind, da ist es dann halt so. Und das macht es dann halt schwer, weil es dann halt eben auch darüber hinaus eben länger in mir noch im Gedächtnis bleibt, beziehungsweise halt eben Jean-Pierre im Gedächtnis bleibt. Genau, das heißt, die veränderte Informationsverarbeitung, die eben dazu führt, dass ich ein Mehr an Informationen verarbeite, weil ja eben die Filterfunktion nicht so funktioniert, wie sie bei uns funktioniert, bei Menschen, die nicht im Autismus-Spektrum sind, führt dann aber auch dazu, das werdet ihr bestimmt irgendwo auch schon mal in einem Video gesehen haben, dass er sehr stark, weiß ich nicht, irgendwo in den Raum reinkommt und plötzlich sagt, was ist denn mit dem einen Teil? So, was andere Leute vielleicht gar nicht gemerkt haben in der Situation oder das, weiß ich nicht, Motorengeräusch oder ich muss zugeben, ich kenne nicht alle Videos von euch, deswegen, ne, aber ich bin aber mir relativ das, sicher, das, was du gerade beschrieben hast, ist schon sehr häufig vorgekommen, gut. Wo sich auch sehr viele Geschäftspartner, Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich auch dann, ja, oder was für euch interessante, lustige Situationen gesorgt hat,
was aber gar nicht dem geschuldet ist, dass Jean-Pierre einfach einen Witz machen wollte, sondern er hat einfach den Raum betreten und es war einfach präsent für ihn da. Genau. Und das ist halt auch nochmal zu dem Punkt, was es schwierig macht für Menschen, die mit ihm arbeiten. Das ist oftmals auch für uns in der Firma, da spreche ich auch für alle Mitarbeiter, das Phänomen wird jeder bestätigen können, der im Angestelltenverhältnis irgendwo tätig ist, dass es eh immer diesen sogenannten, nenne ich mal, Chefmoment gibt, dass der Chef genau zum ungünstigsten Zeitpunkt reinkommt und Dinge anspricht oder sieht, die offensichtlich sind aus seiner Sicht, aber für den Mitarbeiter gerade so gar nicht. Und das ist natürlich hier dann nochmal mehr der Fall, dass ja, er ganz viele Dinge sieht und vor sich hat und machen will und umsetzen will, aber halt ja, die Kapazität bei den Leuten um ihn herum, wie bei mir und den anderen Mitarbeitern, eben nicht das abbilden können, was in seiner Erwartung da ist. Und das bedeutet dann jedes Mal aufs Neue, das ist, glaube ich, ein sehr ermüdender Prozess, weil das halt mit dem Denkprozess zu tun hat, jedes Mal aufs Neue wieder selber auf die Bremse treten müssen, obwohl man eigentlich gar nicht sich bremsen will oder kann, weil man das ja gar nicht bewusst macht, sondern es passiert ja einfach von alleine. Und sich dessen bewusst zu sein und dann sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, jetzt muss ich einfach fünfe gerade sein lassen, das kann man erlernen, aber er muss es halt auch so erlernen, dass er dann, das ist das Ziel, glaube ich, dass er es so erlernt, dass er wirklich fünfe gerade sein lässt und nicht nur sagt, ich lasse es jetzt. Genau. Ja, also wenn ich immer Details sehr, sehr stark wahrnehme und dann gerade halt wahrnehme, wenn irgendwo etwas nicht stimmt, wenn etwas nicht stimmig ist, wenn etwas vielleicht nur zu 95% fertig ist. Viele von uns würden dann sagen, okay, gut, für die 5% mehr setze ich mich jetzt aber nicht jetzt noch drei Stunden hin und mache das fertig. Wenn ich in einer Stunde 95% schaffe, will ich nicht für die letzten 5% noch drei Stunden mehr brauchen. Problem dabei ist, wenn ich weiß, es könnte besser sein, dann wird mir immer auffallen, an welcher Stelle es nicht perfekt ist, wenn ich eben die Details stärker wahrnehme, was Jean-Pierre ja macht. Das heißt, jedes Mal, wenn er das sehen würde, was zum Beispiel beim Werkstattumbau jetzt, wenn da irgendetwas gewesen wäre, wo man sagt, okay, das dauert jetzt dann 2 Tage länger, dafür, weiß ich nicht, ist diese eine Stelle halt vielleicht noch besser, dann wäre das jedes Mal, er kommt in die Werkstatt rein und ihm fällt das auf. Das werdet ihr bestimmt auch von euch kennen. Ihr werdet dann aber nach einem kurzen Moment sagen, gut, dann ist es halt so. Ihr werdet nicht gestresst dann die ganze Zeit, wo ihr da seid, wo ihr anwesend seid. Jedes Mal, wenn ihr das seht, werdet ihr vielleicht auch daran erinnert. Aber dann ist es halt so. Und ihr könnt das euch sagen, gut, macht jetzt auch nichts, ist halt so. Das schafft Jean-Pierre halt nicht. So, das ist für ihn halt schwierig, eben aufgrund der stärkeren Detailwahrnehmung ist das etwas, was ihm nicht gut möglich ist, weil das halt eben eine eher emotionale Entscheidung ist. Das heißt, das ist etwas Rationales, in das aber emotionale Anteile integriert werden müssen. Und das ist eben mit das Schwierige im Autismus-Spektrum. Also gerade so alles, was Emotionen und alles, was Kognition sind, das übereinzubekommen, das ist eben extrem schwierig. Um aber nochmal auf die Stärken zurückzukommen, gerade wenn es eben um diese Detailwahrnehmung geht, hat es halt eben auch ein großes Potenzial, dass viele Dinge vielleicht schon vorhergesehen werden können. So dass ich halt, dass Jean-Pierre, wenn er eben von den Disketten spricht, die er dann eben einlegt, weil er viele Ideen davon hat, wie Situationen ablaufen, dann kann er eben eine ganze Situation schon vorhersehen. Und zum Beispiel, das hatte er mir erzählt beim Bau vom Haus, dass er da schon Probleme vorhergesehen hat, bevor sie überhaupt entstanden sind, also bevor das Haus angefangen wurde zu bauen, dass da klar war, okay, das wird eine schwierige Situation werden, wo niemand anderes vorher mit gerechnet hätte, was er dann halt in dem Moment für sich schon klar hat und vorhergesehen hat. Das ist dann natürlich eine große Stärke, macht es aber dann natürlich schwierig im menschlichen Miteinander, weil das Gegenüber dann halt sagt, lass uns doch erstmal dahin kommen und dann werden wir ja sehen. Das ist etwas, das funktioniert nicht gut für ihn. Genau, das ist quasi die verallgemeinerte Antwort auf solche Situationen, dass man sagt, lass uns doch von A nach B gehen und nicht schon über C sprechen, bevor wir bei B sind, aber im Prinzip schon zu wissen, dass C gar nicht erreicht werden kann, weil es bei B Schwierigkeiten gibt. Ja, das ist dann was, glaube ich, was einen innerlich extrem zerreißt und müde macht. Genau. Um nochmal darüber zu sprechen, was halt Stärken von ihm sind. Er schafft es sehr, sehr gut oder er hat ein sehr gutes visuelles Gedächtnis. Das heißt, er kann Dinge sehen und weiß am Ende noch genau, wie war das oder wie wird das sein. Also auch sein Vorstellungsvermögen, was das Visuelle angeht,
ist sehr, sehr gesteigert und sehr gut vorhanden bei ihm. Das heißt, das ist natürlich eine große, große Stärke, die er nutzen kann, um Projekte im Vorfeld schon zu planen, sich zu durchdenken, wo er selber aber sagt, er würde sich wünschen manchmal, dass es anders ist, weil ihn das eben daran hindert, teilzuhaben am Hier und Jetzt. Mhm. So, weil er immer gedanklich dann halt vielleicht schon ein Stück weit weiter ist oder ein Stück weit woanders ist. Teilweise schon abgeschlossen hat, bevor das Projekt ganz startet. Genau. Also ganz genau. Es ist fertig im Kopf gebaut. Ob es jetzt ein Auto ist oder sonst irgendwas, die Idee ist da und es ist fertig. Genau. Und somit geht der ganze Prozess verloren und auch die. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, die Begeisterung und Freude dann dafür des Machens, des Erschaffens ist ja oftmals groß bei Leuten, wenn man auf so etwas hinarbeitet. Aber die geht halt in dem Moment verloren, wo es für ihn quasi schon gesetzt ist und fertig ist. Plus ein Faktor, der dann dazukommt, ist, glaube ich, im Nachhinein, im Kopf ist es ja fertig, das perfekte Resultat. Dann nachher zu erkennen, dass es eben nicht so 100% umsetzbar war, wie es schon vor Projektbeginn im Kopf fertig war, ist, glaube ich, dann wieder auf jeden Fall der Punkt, der für Irritation sorgt. Genau, und was für Irritation sorgt, wo wir da gerade bei sind, ist auch zum Beispiel Freude teilen. So, das heißt, er freut sich oder möchte sich gerne über Dinge freuen, weiß aber nicht genau, wie kann ich das jetzt zum Ausdruck bringen. Gerade Gefühle, das hat man ja jetzt schon zwischendurch ein paar Mal, sind etwas sehr Subjektives. Das heißt, jeder freut sich ein Stück weit anders. Wenn er jetzt ein Geschenk bekommt, ist das für ihn eine extrem unangenehme Situation, weil er nicht genau weiß, wie soll ich jetzt darauf reagieren. Für ihn bedeutet es Stress, weil er eben nicht weiß, wie kann ich damit umgehen. Auf der anderen Seite möchte er aber natürlich auch anerkennend sein, weil er sich darüber freut, dass ihr Freude daran habt und das sogar so toll findet, dass ihr Geschenke machen möchtet. Und die extrem hohe Wertschätzung auch. Genau. Das ist ein Punkt, der ihm halt super wichtig ist. Genau. Die Wertschätzung euch allen gegenüber, uns allen gegenüber, weil er weiß, dass das Ganze ja auch nur so funktioniert mit allen zusammen und mit den Leuten, die diese Begeisterung bringen, die unterstützend in jeglicher Form da sind. Und das ist dann etwas, was eine unvorhergesehene Situation wieder ist, die dann wieder dafür sorgt, dass es in Stress und Angst und Schmerz endet für ihn. Genau, insbesondere, weil es ja eigentlich eine freudige Situation sein soll. Und dann gehen halt die Emotionen und Gefühle sehr, sehr weit auseinander. Ja. Weil auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite Freude, das passt nicht richtig gut zusammen. Und er sitzt dann oder steht dann in dem Dilemma, dass er halt beides gleichzeitig irgendwie für sich klar hat und weiß, das sollte jetzt freudig sein, gleichzeitig aber auch mitbekommt, okay, das ist gerade für mich keine tolle Situation, möchte ja aber gar nicht euch dieses Gefühl geben, sondern möchte euch das Gefühl geben, er kann es anerkennen. So, und er weiß, dass ihr euch darüber freut und findet das gut, dass ihr euch freut. Es müssten aus seiner Sicht deshalb keine Geschenke sein. Mhm. So, ne? Also das so ist ihm auch nochmal wichtig. Es geht ihm nicht darum, Geschenke zu bekommen. Eher im Gegenteil sogar. Ja. Er freut sich, dass so viele Leute die Videos toll finden. Sagt halt auch, dass das, auch wenn es für ihn Stress bedeutet, das etwas ist, was ihm halt wirklich Spaß macht, was ihn erfüllt. Gleichzeitig aber auch eben, weil er weiß, dass da so viel dranhängt, weil er weiß, dass er euch zufriedenstellen möchte und dann auch wieder da der Perfektionismus, dass es nicht immer alles funktionieren kann und gleichzeitig anstrengend ist, weil er in vielen Videos ja natürlich auch mit anderen Leuten interagiert, dass das Stress bedeutet, bedeutet es aber nicht, dass es für ihn irgendwie die Möglichkeit gibt, aufzuhören. Und das macht es für ihn halt auch nochmal schwierig. So, er möchte das gerne weitermachen, weil er das gerne weitermachen möchte und nicht, weil er das Gefühl hat, gezwungen zu sein. Das ist leider im Moment ein Stück weit da in bestimmten Situationen, dass er das Gefühl hat, ich muss jetzt etwas Bestimmtes machen, weil er eben das Ziel dahinter hat, euch zufriedenzustellen. Und das ist etwas, woran er arbeiten möchte, dass er wieder mehr Spaß daran haben kann, weil er eben halt diesen Druck ein Stück weit ablegen kann. Das ist so ein Stück weit das Ziel, was er für sich halt ja auch hat. Ja, und um die Ernsthaftigkeit der Thematik nochmal aufzugreifen, wie gesagt, wichtiger Punkt, ich wiederhole mich, aber es ist sehr wichtig, dieses Video dient nicht dem Zweck, Mitleid zu bekommen oder zu sagen, oh, der arme Jean-Pierre, und erst recht nicht dem Zweck, dass man sich bei ihm jetzt meldet und sagt, hey, Kopf hoch, das wird schon wieder. Das ist ein Prozess, der dauert. Das ist ein Prozess, der ist sehr arbeitsintensiv. Das ist ein Prozess, der fordert sehr viel Kraft.
Und um auf die Ernsthaftigkeit zurückzukommen und das, was der Björn gerade angesprochen hat, dieses Abliefern müssen, das werdet ihr alle unterschreiben, das muss er nicht, das weiß er auch, aber wiederum fühlt er sich dann, ihr merkt, das ist sehr schwierig in Worte zu fassen. Auf der einen Seite möchte er es sehr gerne, weil es ihm wirklich Freude und Spaß bereitet und eine positive Emotion oder positive Emotionen in ihm hervorruft. Zum anderen ist es aber eine Belastung insofern, dass er nicht einfach für sich in sich sein kann, in seiner Welt abgeschottet und seine Ruhe hat. Ja, also es ist, muss man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wie gesagt, er macht sehr gerne. Wir wollen alle, dass das weitergeht. Er möchte das, ihr möchtet das hoffentlich. Wir wollen das alle. Und ja, um das einfach zu untermalen jetzt auch bei dem Video, weil es wäre auch falsch, wenn wir jetzt dieses Video veröffentlichen und ab morgen kommt ein neues Video, wo dann wieder der Jean-Pierre zu sehen ist, wo wir Halligalli machen und geiern und irgendwas fliegt in die Luft oder mit dem Auto passiert irgendwas Wildes, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir dieses Video jetzt nehmen, um eine Pause einzulegen und es wird eine Woche kein Video folgen. Ja, um einfach die Situation nochmal zu untermalen, vor allem auch sacken zu lassen, mit der Bitte auch an euch, da einfach mal drüber nachzudenken und vor allem auch jetzt nicht in die Tasten zu hauen und das Video zu schreiben, Jean-Pierre, gute Besserung oder sonst irgendwas. Das ist nicht böse. Die Wertschätzung ist da, wenn ihr das schreibt. Wir wissen das super, super sehr zu schätzen. Und er weiß es extrem zu schätzen und ist auch super dankbar dafür. Aber es macht die Situation nicht besser. Deswegen die Bitte an euch, dieses Video einfach sacken lassen, verarbeiten, hinnehmen. Dieses Thema, wenn es geht, nicht ihm gegenüber thematisieren. Das ist viel, was wir hier erwarten. Das verstehe ich. Aber das ist, denke ich, der beste Weg für uns alle, um lange Spaß an allem zu haben, dass es ihm damit gut geht und dass es verdaulicher wird für ihn. Das wäre so mein Wunsch, unser Wunsch. Denke, du würdest das so unterschreiben. Ja, auf jeden Fall. Sehe aus dem Augenwinkel zustimmendes Nicken. Ich von meiner Seite aus habe, glaube ich, alle Punkte angesprochen, die mir am Herzen liegen. Ob wir nochmal zu dem Thema ein Video machen werden, kann ich jetzt nicht sagen. Ob wir irgendwann mal sagen, hey, aktueller Stand, das hat sich so und so entwickelt, das lassen wir jetzt offen. Hast du noch Punkte, wo du sagen würdest, die sind super wichtig? Ich glaube, wir haben alles Wichtige mitgegeben. Wenn es irgendwie konkrete Fragen zu dem Thema gibt, ist das natürlich schwierig, weil es um Jean-Pierre geht. So, ne? Also da kann keiner von uns irgendwas dann über dieses Video hinaus zu sagen. Genau. Fragen zum Thema Autismus allgemein, ne, klar, die können irgendwie an mich weitergeleitet werden. Die werden sicherlich aufkommen, da werden wir sicherlich gucken, ob und wie wir das sammeln und verarbeiten. Ja, aber an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal Danke an euch alle sagen. Danke an jede Person, die bis jetzt zugeschaut hat, das Thema ernst nimmt. Und ich denke, wir haben alles gesagt, was wir sagen können dazu und sagen wollen. Und es steht eine Reise bevor, das Ende ist nicht in Sicht, ganz klar. Also man kann jetzt nicht sagen, oder man kann generell nicht wirklich sagen, wie lange so eine Reise geht. Die Reise wird intensiv, schmerzhaft, die wird auch freudig teilweise. Da ist alles dabei. Das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und wir werden alle schauen, wo und wie die Reise, wo sie hingeht. Wir hoffen natürlich, dass es sich alles zum Positiven entwickelt. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Da sind auch, glaube ich, oftmals Rückschläge mit bei, die man hinnehmen muss und sollte. Aber auch das bekommen wir alles hin. Ja, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für die Möglichkeit, das einfach den Leuten an die Hand zu geben, eine fundiertere Aussage zu treffen, als wenn ich das jetzt zusammengefasst hätte, was ich so für eine Kenntnis habe. In dem Sinne, Dankeschön und bis bald.